So, herzlich willkommen. Ich habe ein bisschen umgebaut. Es klappt alles nicht so mit der Mikrofonie, wie man so schön sagt. Was früher im Garten ganz einfach mit so einem kleinen Anklemmmikrofon geklappt hat, ist in einem kleinen Raum dann doch wieder ein großes Problem. So schnell kann es gehen. Es geht weiter mit dem Digitalunterricht und wie es aussieht, auch noch ein bisschen länger. Ich freue mich drauf. Das Floß von Captain Romeo ist im Original ein irisches Volkslied und da heißt es Row, row, the battling bog, the bog down in the rodeo. Da geht es um einen Fluss, da geht es um einen Sumpf und in dem Sumpf, da kommt wieder genau dasselbe wie bei uns, in dem Sumpf, da ist ein Loch und in dem Loch, da ist ein, ich glaube, da ist ein Stamm und an dem Stamm, da geht es weiter, Ast, Zweig, Blatt, Nest und so weiter. Ich habe den Sumpf deshalb nicht in die Übersetzung reingenommen, weil mein Hobby ist es, Lieder lautgetreu zu übersetzen. Und deswegen war es immer Ho, ho, the battling bog, und dann Ho, ho, wer rettet wohl? Das klingt so ähnlich. Und Bog down in the valley, ho, das Boot von Captain Romeo. Was da gerettet werden soll, ist ja letzten Endes egal. Wir haben in Deutschland übrigens ein Volkslied, das nahezu identisch ist im Text, nur in der Melodie anders. Drunten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub, juch, hey. Drunten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast am Baum, Baum in der Au, unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub, juch, hey. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Was ist an dem Ast? Ein wunderschöner Zweig. Zweig am Ast, Ast am Baum, Baum in der Au, unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub, juch, hey. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Und dann geht das immer so weiter. Mit jeder Strophe schwillt das Lied an. Und deshalb nennt man das tatsächlich ein Schwelllied, weil es immer mehr anschwillt. Ja, das ist die gleiche Geschichte. Im Bayerischen und im Baden-Württembergischen ist dieses Lied zu Hause. Da wird es sehr, sehr gerne gesungen. Und total einfach zu spielen. Wir haben C und G-Dur. Also C-Dur haben wir schon mal gelernt. Blau 3. Und der G-Dur war 2, 3, 2. Und dann haben wir einen sogenannten, das war schrecklich, ne? So klingt das schöner. Ein sogenannter Dreier, immer mit drei Schlägen. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub, juch, hey. Drunten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. C, C, Wechsel auf G. Und zurück auf C. Nochmal. C. Wiederholen. C. Wechsel auf G. Und wieder auf C. Dann kommt die Strophe. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Also. G. C. Pause. G. Pause. C. Pause. Und dann wird beim Aufzählen, beim Anschwellen, bleiben wir auf dem C. Ast am Baum, Baum in der Au. So, und jetzt spiele ich nicht den geraden, sondern ich spiele ta, ti, 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 ta, ti, ti, ti. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub, juch, hey. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast. Ast am Baum, Baum in der Au. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Juch, hey. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Was ist an dem Ast? Ein wunderschöner Zweig. Zweig am Ast, Ast am Baum, Baum in der Au, unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub, juch, hey. Unten in der grünen Au steht der Birnbaum, trägt Laub. Und so weiter und so fort. Ich lege euch die Noten auf meine Webseite.
Dann könnt ihr sie downloaden, könnt ihr es üben. Wenn ihr noch ein zusätzliches deutsches Lied wollt für das nächste Fest, das irgendwann kommt. Wir machen jetzt gleich nochmal in das Boot von Captain Romeo, gehen wir nochmal rein. Aber zuerst macht der Herr Nessa noch ein bisschen warm singen mit euch. Bis gleich, tschüss. Hallo ihr Lieben, nach längerer Zeit mal wieder was von mir und das hat seinen Grund, da steht da das Akkordeon. Ihr hört es beim Captain Romeo ganz am Anfang beim Vorspiel und zwischendrin begleitet es auch immer wieder die Melodie. Für dieses Instrument gibt es ganz viele verschiedene Namen. Ich sage Akkordeon, mancher sagt Handharmonika oder Ziehharmonika. Es gibt auch Leute, die nennen es Quetschkommode oder Quetsch. Oder aber auch Schifferklavier. Schifferklavier sicher deshalb, weil früher die Seemänner mit so einem oder so einem ähnlichen Instrument die Seemannslieder, die früher gesungen wurden, ganz gut begleiten konnten, ohne dass wirklich viel Platz weggenommen wird oder so. Das Tolle bei einem Instrument, und deswegen heißt es auch Akkordeon, dass ich hier drüben mit diesen Knöpfen ganze Akkorde spielen kann. Ein Akkord besteht ja eigentlich aus mindestens drei einzelnen Tönen, die ich spielen muss. Ihr kennt es von der Ukulele. Da schlagt ihr ja auch mehrere Saiten an, um zum Beispiel den C-Dur-Akkord zum Klingen zu bringen. Hier kann ich einen ganzen C-Dur-Akkord zum Klingen bringen, indem ich einfach nur zwei Knöpfe drücke. Und deswegen, weil ich so eben Akkorde relativ einfach spielen kann, heißt dieses Instrument Akkordeon. Aber am besten, ich zeige es euch mal. Das hier ist ziemlich schwer. Das hat auch 120 verschiedene Bassknöpfe hier drüben auf dieser Seite. Auf der Seite übrigens habe ich eine Klaviatur. Genau wie beim Klavier auch. Damit spiele ich dann die Melodie. Aber wir kümmern uns erstmal hier um die Knöpfe. Wenn ich hier zwei Knöpfe gleichzeitig drücke, erklingt also ein ganzer Akkord. Zum Orientieren, damit ich weiß, wo welcher Knopf ungefähr ist, hat einer eine Delle, die ich mit meinen Fingerspitzen ertasten muss. Wenn ich die gefunden habe, weiß ich, hier ist mein Akkord C-Dur. Den kennt ihr ja von der Ukulele. Bei mir klingt C-Dur jetzt so. Wenn ich rhythmisch begleiten will, dann kann ich das hiermit auch relativ einfach, nämlich so. Oder vielleicht so. Und ihr seht, irgendwie ist da Luft im Spiel. Hier in der Mitte habe ich nämlich einen Balg, einen Blasebalg, kennt ihr. Hiermit ziehe ich Luft ein und drücke Luft raus. Und diese Luft bewegt dann hier im Inneren kleine Metallzungen, die dann in Schwingung gebracht werden und so entsteht hier der Ton. Das Besondere bei diesem Instrument ist, dass ich sowohl einen Ton spielen kann, wenn ich den Blasebalg zusammendrücke, als auch beim Auseinanderziehen. Wenn sich der Blasebalg nicht bewegt, kann ich hier machen, was ich will. Es wird kein Ton kommen. Nein, dazu muss ich hier den Blasebalg bewegen. Deshalb nennen manche dieses Instrument auch Handzuginstrument. Wenn wir die Quetschkommode jetzt schon da haben, können wir auch gleich noch ein paar Melodiebausteine singen. Die Akkorde vom Akkordeon können uns dabei natürlich unterstützen. Ansonsten machen wir das wie immer. Ich mach vor, ihr macht nach. Achtung, es geht los. So, mi, so. La, so, mi, re.
Und jetzt probieren wir nochmal schneller. So, mi, fa, re, mi, do. Letztes Mal. So, mi, fa, re, mi, do. So, und weiter geht's mit ein bisschen Rhythmusbaustein. Ihr kennt das, ich klatsch vor, ihr klatscht nach und hier irgendwo wird der Baustein zu lesen sein. Ta, ti, ti, ta, ta. Ti, ti, ta, ti, ti, ta. Ta, ps, ti, ti, ta. Wir machen zwei. Ta, ti, ti, ta, ta, ps, ps, ta, ta. Taps, taps, ti 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 ta ta. Ti ti ta, ti ti ta, ti ta ti ta ta. Und jetzt machen wir es umgekehrt. Der Baustein erscheint, ihr schaut ihn euch an. Jetzt, ich halte die Klappe und dann zähle ich euch ein. Achtung, los geht's. Ta, 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 ti, ti, ta, ti, 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 ta. Und noch einer. Achtung, los geht's. Ta, ps, ta, ti, ti, ta, ps, ti, ti, ta. Machen wir die nochmal? Achtung, los geht's. Ta, ps, ta, ti, ti, ta, ps, ti, ti, ta. Noch ein. Fertig? Achtung, los geht's. Ti, ti, ps, ta, ta, ti, ti, ps, ta, ta. Der war einfach, ne? Wir machen mal nochmal einen speziellen Baustein. Ta, ps, ta, ti, ta, ta, ta. Nochmal. Ta, ps, ta, ti, ta, ta, ta. Das haben wir schon mal gelernt, diese K-Pause. K-Pause. Etwas, das ist die kurze Pause. Die ist so lang wie ein T. Nochmal. Achtung, los geht's. Ta, ps, ta, ti, ta, ta, ta. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Nämlich den zweiten Teil. Ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich habe die Pause vorhin vergessen. Nochmal. Es geht los. Ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Noch einmal für mich. Es geht los. Ti-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jetzt bringen wir die beiden zusammen. Achtung, los geht's. Ta, ps, ta, ti, ta, 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 ti, ta, 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 ta. Und das ist schon unser Refrain. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Pst. So einfach ist das. Auf der Ukulele kein Hexenwerk. Wir haben drei Akkorde: D-Dur, G-Dur und A-Dur. D-Dur haben wir schon mal gelernt. Das ist Grün 2, Rot 2, Gelb 2. Ich habe euch gesagt, die meisten Menschen können das mit drei Fingern. Ich habe Wurstfinger, deswegen kann ich es nicht. Ich lege den Mittelfinger komplett auf den zweiten Bund drauf. Das ist jetzt der Nachteil mit dem Mikrofon. So. Und dann allerdings so, dass der Mittelfinger oben die blaue Seite nicht berührt. Und dann klingt der D-Dur-Akkord so. G-Akkord haben wir auch schon mal gelernt. 2, 3, 2. Und A schon mal vor längerer Zeit. Wir wiederholen ihn nochmal. Rot 1, Grün 2. Genau. Und dann geht der Refrain geht. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo. Ho, ho,
Mir kommt immer mit A, A, D. Und noch mit dem D-Akkord fangen wir an. Ho, ho, wer rettet wohl? Achtung, los geht's. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Und dann kommen die Strophen. Und in dem Floß da ist ein Loch, ein seltenes, ein Zauberloch. Also ewig D und dann der A-Akkord nochmal in dem Floß. Und in dem Floß, da ist ein Loch, ein seltenes, ein Zauberloch. Ist ein Loch in dem Floß von Captain Romeo. Wie gesagt, Romeo immer mit A-A-D. Noch einmal. Und in dem Floß, da ist ein Loch, ein seltenes, ein Zauberloch. Ist ein Loch in dem Floß von Captain Romeo. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Einfach. Dann mal die zweite. Und in dem Loch, da ist ein Baum, ein seltener, ein Zauberbaum. Ist ein Baum in dem Loch und ein Loch in dem Floß von Captain Romeo. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Und einmal die dritte. Und an dem Baum, da ist ein Ast, ein seltener, ein Zauberast. Ist ein Ast an dem Baum und ein Baum in dem Loch und ein Loch in dem Floß von Captain Romeo. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Soweit mal der erste Rhythmus. Und wem es dann langweilig wird, der kann noch den Spezialrhythmus spielen. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ta, ta, ti, 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 ta, ta, ta. Am Schluss würde ich auch ta, 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 Romeo mit so einem Abschlag ist schon schöner. Nochmal. Los geht's. Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Ho, ho, wer rettet wohl das Floß von Captain Romeo? Oder ihr spielt euren eigenen Rhythmus, wenn der noch besser ist. Jeder so, wie er kann, weil, wie schon so oft gesagt, es gibt bei der Ukulele eine wichtige Regel. Es gibt keine Regeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ihr findet alles, wie schon gesagt, alles auf der Webseite zum Downloaden. Ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder treffen. Macht's gut, bis bald. Tschüss, bleibt gesund, bleibt negativ. Bis dann, tschüss.